Ohrringe zu bewegen. Und die Ohrringe zu verkaufen, 5 Euro. Ja gut, ich bin nicht ganz klar. Nope. Sehen Sie schon oder was? Alles. 5 Punkte, das ist das Maximum, das man im Finale bei der Stadtaufgabe holen kann. Und das haben die Maler locker gemeistert. Jetzt allerdings sollten mindestens 7, bestenfalls 10 Punkte dazukommen. Und mit diesen Punkten würde Mal mit dem aktuellen Tabellenführer unserer Finalstätte, nämlich Delbrücke, gleichziehen. 8 Punkte bedeuten die Führung. Und es gibt nur einen Mann, der das jetzt schaffen kann. Werner Arndt, der Bürgermeister von Mal, denn er trifft jetzt auf das knifflige Bürgermeisterquiz. Aber er wird natürlich fachkundig betreut von Steffi Neu. Ja. Und das ist die Spannung natürlich zu spüren. 7 Punkte Gleichstand, du hast uns gerade 8 zur Führung. Werner Arndt, Bürgermeister, Ihr Alter? 52. Hobby? Doppelkopfspiel. Welches? Wenig, vor allem Ungeduld. Lieblingsessen? Kohlrouladen mit Salzkartoffeln. So, und zu Hause sitzt jetzt Ihre Gattin Lena mit den 3 Kindern, Max, Niklas und Annika. Was möchten Sie Ihrer Frau denn sagen, bevor Sie nach Hause kommen? Dass sie, wenn es länger dauert, haben wir gewonnen. Wir haben jetzt eine Geschichte über Ihre Tasten. 10 Behauptungen werden aufgestellt. Richtig oder falsch, wollen wir wissen. Und dann macht der Dieter so. Und das ist dann ein gutes Zeichen. Seid ihr soweit? Ja! Dann Quiz ab! Mal, was für eine Stadt. Von überall aus gut zu erreichen.